Hallo und herzlich willkommen zur 12. Folge von Just Play, dem Podcast-Format, wo wir über Spiele labern, die wir gerade zocken oder durchgespielt haben. Heute bin ich mit Maurice hier. Hallo. Und wir besprechen gutes Jump'n'Run. Kann man durchaus sagen. Der für mich jetzt Vorzeige Jump'n'Run von Ubisoft. Und zwar geht es um Rayman Legends. Yo, Rayman Legends, Entwickler war Ubisoft Montpellier und Casablanca, also zwei Studios. Daher wahrscheinlich auch die neue Ubi-Art Framework Engine, die da entstanden ist. Richtig, die Publisher ist in diesem Fall natürlich Ubisoft, ergibt so ein bisschen Sinn. Sollte Sinn machen. diese Grafik Engine ist total wunderschön und bietet eine neue, ja, in dieser 2,5D Jump'n'Run Ära eine gewisse Tiefe und Form. Genau. Das sticht richtig gut heraus. Und diese Engine benutzen sie ja mittlerweile wie in vielen verschiedenen anderen Spielen auch, so zum Beispiel wie letztens in der siebte Folge von Just Play, Violent Hearts. Unter anderem. Ja, und diese Grafik war ja nicht mehr wie in Rayman Origins comic-mäßig dargestellt, sondern schon mehr so 3D. Optik war das. Richtig. Das war, die sind ja richtig rausgegangen und so. Und das Wunderschöne noch dazu ist, sie haben als Bonus noch in diesem Spiel 40 Levels von Origins in der Engine reingepackt. Mann, eine nette Idee. Jo. Das Gameplay bietet eine, naja, ich meine, Jump'n'Runs ist ja nur Laufen und Springen, aber das Besondere an Rayman war halt diese sensationell präzise Jump'n'Run-Steuerung. Richtig, wo du denn im Sprung zum Beispiel schlagen musst, um deinen Weg freizuräumen. Ja. Diese präzise Steuerung, also dass du wirklich die Kontrolle über diesen Charakter hattest, zum Beispiel, wenn du jetzt nach hinten drückst, duckst, du hast es ja alle möglichen Richtungen, das ist ja das Beeindruckende gewesen. Du konntest dich ducken, du konntest springen, du konntest sliden, du konntest kurze Zeit flattern oder schweben oder je nachdem. Also seine Ohren dreht er, ne? Also wie so seine Haare. Ja, wie so ein Propeller. Genau, und Globox, der redet mit den Händen. Ja, das ist französischer. Ja, das ist liebevoll gemacht, auf jeden Fall, die Charakterdarstellung. Alles liebevoll gemacht. Auf jeden Fall auch von dieser Wand abspringen. Also, das ist nicht so, der Charakter springt und er muss jetzt landen, damit das weitergeht, sondern du hast die ganze Zeit die Kontrolle über deinen Charakter. Du kannst die ganze Zeit das Fliegen abbrechen, wenn du an der Wand bist. Und wenn du zum Beispiel jetzt so einen Loom-Ring hast, wo du dich dranhangeln kannst, dann kannst du dich dranhangeln, an der Wand abspringen, also... Also dieses Spiel bietet eine völlige Kontrolle über das Spielgeschehen. Ja, genau. Man hat ständig das Gefühl, hier kann ich jetzt das und das machen. Ja, also es ist ein richtiger guter Spielfluss. Ich finde, da hat das Jump'n'Run sozusagen eine neue Entwicklung gemacht, finde ich. Auf jeden Fall... was auch super gut ist, man kann in einem gewissen Rhythmus auch gut springen. Was auch sehr wichtig ist für die Musiklevel. Richtig, da gibt es ja auch einige, wie zum Beispiel Eye of the Tiger. Genau, in einer Art so Mariachi-Style. Richtig, ja. Cool. Und dann gibt es natürlich einmal ein Orchester-Level, glaube ich. Dann gibt es noch ein Rock-Level, was ich sehr gerne mag. Und dann gibt es natürlich noch die in veränderter Form, in 8-Bit-Variation, was richtig lustig ist. Also die haben sich da ordentlich was einfallen lassen. Ja, und das passt sich natürlich perfekt zu den anderen über 120 Leveln. Ja. Ist mal was. Jo. Das gesellt sich einfach gut. Außer Rayman und Globox gibt es verschiedene Varianten natürlich von Rayman und Globox. Ja. Gibt es natürlich noch die Prinzessinnen, das ist ja auch ein Thema. Gibt es einmal die Hauptprinzessin Barbara. Der Unterschied zwischen den Varianten ist, man könnte denken, ja, da sind nur Skins. Nö, nicht ganz. Sie steuern sich marginal anders. Mhm. Sie haben eine verschiedene Reaktion des Stoppens. Manche slidet anders, manche sind anders stärker, manche haben eine andere Reichweite vom Schlagen her. Oder vom Springen. Genau. Und die fühlen sich halt marginal anders an. Das ist natürlich sehr wichtig. Das haben sie reingebracht wegen dem Minispiel auch Kung Fu.
Ja, das witzige kleine Fußballspiel. Genau, da haben Maurice und ich auch einige Stunden dann versenkt. Es war einfach nur geil. Und das ist praktisch gesehen der Partykracher eigentlich. Ja, es ist, das Spiel ist darauf ausgelegt, dass man es sehr gerne zu zweit bis also von bis zwei zu vier Spielern, bis zu vier Spielern kann man sich dort da zusammensetzen und seinen Spaß haben. Ja. Also es lässt sich durchaus gerne mit seinen Freunden, es lässt sich da super für empfehlen. Genau, und man kickt, also man kann auch den Fußball kicken, ne? Aber man schlägt ihn überwiegend. Ja. Oder man kann den Gegner auch wegschlagen, so, ey, was machst du da? Das ist ja natürlich das Lustige, was auch bei Super Mario Brothers New Nintendo, ja, dieses New Super Mario Bros., das war ja, das ist ja auch auf der Wii U gewesen, oder Wii, dass du zu viert hier gehen konntest, das hat sich da weitergetragen. Aber ich finde, ja. Ubisoft hat für mich persönlich, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, Mario so gezeigt, wie Jump'n'Run weitergehen kann, sich marginal verändern kann. Deswegen finde ich Rayman ganz, ganz gut. Ja, neben der super guten Steuerung gibt es natürlich einen, ja, die Darstellung. Was hältst du davon, Maurice? Also ich finde sie knallbunt, ist sie auf jeden Fall. Sie sind super animiert. Ja, die Animation, die können sich... Da kannst du nur lachen. Ja. Ja, ich sag mal so, wenn Grobox ausweicht, er legt sich nicht hin oder so. Er quetscht sich ein, als hätte er keine Knochen. Ja, ist super gut. Oder wenn du zum Beispiel Globox haust oder Rayman, dann machst du oder so. Oder zum Beispiel dieses Ausholen von Schlag. Ja, es ist einfach, ich finde das einfach gut. Und natürlich, dank der Musiklevels ist, okay, die Musiklevels haben natürlich einen eigenen coolen Sound, aber das gesamte Soundtrack von dem Spiel durchweg gut. Richtig. Einfach geil. Aber um das mal so ein bisschen weiter zu treiben, diese 120 Level, die gibt es ja nur nicht einfach so, wo du einfach reingehst und dann trilala. Das Richtig. Ganze hat ja auch eine Story. Ja, das hat eine Story. Und zwar geht es darum, ja, Globox und Rayman und seine Freunde, die sind in einem Jahrhundertschlaf, pennen mal, ne, nach ihrem letzten Abenteuer. Und sie träumen nicht nur von guten Dingen, sondern es gibt auch Albträume. Leider Gottes. Ja, und dieser während dieser Zeit kriegen die Albträume in Form, also so eine Art Dämon, und noch Schreckliches wird erschaffen halt, und darunter auch der Magierling, der in Origins anscheinend die Explosion überlebt hat, ne, nur so nebenbei, der sich dann fünf teilt, und dann sind das dunkle Kleinlinge, die richtig evil sind. Oh, oh, oh. Ja, in den bestimmten Leveln haben sie immer jeweils einen Kleinling, ne? Ja. Und den musst du mal befreien. Und es geht darum, die wortwörtlich zum Mond zu schießen. Ja, es ist einfach nur eine geile Idee. Auf jeden Fall, Rayman und seine Freunde werden von Murphy wach gemacht und berichtet, jo, die 10 Prinzessinnen der jeweiligen Länder sind weg. Denn ich glaube, ich glaube 5 Themenländer sind die unterteilt. Und dann gibt es 10 Prinzessinnen zu befreien und natürlich die Kleinlinge. Und ja, darum, ja, und so stürzt, somit macht das Spiel kurz und knackig, die jetzt gesagt, so, hier ist die Aufgabe und ab geht das Abenteuer. Ne? Hast ein bisschen was zu tun. Jo, auf jeden Fall, ich muss noch eins sagen, dieses Jump'n'Run, das ist so ein Paket, mehr geht nicht, finde ich, für ein Jump'n'Run. Irgendwann wird das auch zu viel. So gesehen, es hat viel und das ist genug. Ja. Es braucht nicht mehr. Ja, und mehr geht nicht, finde ich. Also, ich finde, das ist für mich das Maß des Jump'n'Runs. Finde ich. Also, das haut richtig gut rein. Auf jeden Fall, wenn ihr das Spiel erwerben wollt, ja, es ist auf jeglicher Plattform raus, die heutzutage raus ist, außer der Nintendo 3DS jetzt, ne? Ja, das wäre auch irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen. Und den New 3DS würde ich zutrauen. Ja, doch. Ja, aber fangen wir mal an. Ich würde mal sagen, PS4 Retail kostet 33 Euro, also so im Laden. Komische Zahl. Ja, PS3 Retail kostet 20 Euro, Xbox One, Xbox One 21 Euro, Xbox 360 23 Euro, Nintendo Wii U 21,50, PS Vita 17 Euro. Ja, PC kriegst du sogar schon für 9,50 Euro. Genau. Über Steam musst du aber immer noch 20 Euro bezahlen.
Ja, und digital bei der 360 und One, ja, bei der 360 20 Euro, genau wie bei der PS3 digital und bei der One digital beides 30 Euro. Auch bei der PS4 meine ich. Ne? Ja, was sagst du dazu? Wie viel würdest du für dieses Spiel geben jetzt? Also wenn du sagen würdest, du hast voll Bock auf dieses Jump'n'Run. Also so zwischen 20 und 30 Euro. Obwohl das Spiel ist schon eine Zeit lang alt. Also 20 Euro, 30 Euro mehr würde ich dafür nicht ausgeben. Mhm. Da ist das alles relativ im Rahmen. Ja, man kann zu viert spielen. Es gibt keinen Anbruch, auf jeden Fall. Das Ding ist, wenn zum Beispiel jetzt einer hängen bleibt, das wollen wir nochmal erzählen, wenn man zu viert spielt, das Bild geht ja weiter und du stirbst nicht, du wirst in eine Luftblase getragen und da muss derjenige schlafen. Ne? Man kann sich trotzdem stören, aber wenn sich die Leute natürlich am Riemen reißen, dann wird es richtig fett. Ja. Es gibt natürlich so eine Levels, wo man dann so runterfliegen muss und vorsichtig und ja, es gibt auch super viele kleine Minispiele und ich weiß nicht, das hat so diese Magie, die die Mario-Spiele für mich, ich will nicht sagen, dass Mario 3D Land auf der Wii U jetzt keinen Bock macht, ne? Aber ich will sagen, Rayman hat so was Neues, was Frisches. Ist so ein bisschen was anderes. Ja, genau, es ist dieses Abgedrehte, das, was ich so gerne mag. Ja, Maurice, was hast du denn noch so zu sagen zu Rayman Legends? Ja, Rayman Legends, alleine, weiß ich nicht, ob es alleine spielen würde, aber mit Freunden garantiert auf jeden Fall. Jo. Ja, das wär's mit dieser Folge von Just Play. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann hinterlasst einen Daumen. Drückt auf den Abo-Button, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Oder folgt uns auf Facebook. Teilt uns, wenn ihr Lust habt. Genau, kommentiert fleißig. Wir sind für jeden Vorschlag zu haben. Sei es auch bei Facebook oder sonst was. Ja, und natürlich, damit ihr euch ein Bild machen könnt, gibt's einen kurzen Trailer, der nicht viel vom Spiel verrät. Das ist einfach der Ankündigungstrailer. Aber, ja, der macht jetzt nicht so heiß auf das Spiel. Ich überlege mal, welchen Trailer ich reinmache. Den wird er natürlich auf jeden Fall sehen. Ja, und dann würde ich sagen, dann hören wir uns im nächsten Just Play. Ich bin DK. Ich bin Maurice. Und wir sagen ciao. Reingehauen. Peggy 7.